Während Philipp gerade noch ein bisschen was abspeichert auf dem Handy, kann ich schon mal erzählen, was wir heute machen. Heute ist der Tag vorm Machu Picchu. Das heißt, wir fahren jetzt mit dem Bus nach Aguascaliente und von dort aus werden wir dann 2 Stunden entlang der Bahngleisen wandern zu unserem Hotel. Und vom Hotel geht es dann morgen früh in aller Frühe zum Machu Picchu. Das heißt, heute ist erstmal Reisetag sozusagen, um dahin zu kommen. Ja, fast eine Pilgerfahrt, weil das machen auch alle. Geht auch nicht anders. Und Naja, es geht schon anders. Man könnte mit dem Zug fahren, aber das ist... Ja, genau. Das machen wir am Weg zurück. Das machen wir an meinem Geburtstag. Station ist geschafft und jetzt laufen wir die 2-3 Stunden yes. bis zum Fuße. Aguascalientes. Laufen wir ein bisschen weiter. Hin morgen. Wir sind fast da. Wir haben uns echt nett hier unterhalten, Leute kennengelernt, ziemlich cool. Und jetzt ist eigentlich auch der richtige Moment, dass wir gleich da sind, weil es fängt jetzt an zu dämmern. Und jetzt gehen wir zum Hostel und dann was essen. Wir sind jetzt im Hostel und naja, wir können heute Nacht Reise nach Jerusalem spielen, weil wir haben 4 Betten. Nummer 1, da ist Philipp, Nummer 2, 3 und 4. Und so wie ich uns kenne, schlafen wir? Nein, natürlich. Besser 4 als keins, was ist? Geil. Wir versuchen jetzt noch mal ein bisschen zu schlafen, bevor es dann morgen früh losgeht zum Machu Picchu. Wahrscheinlich der längste Geburtstag, den ich erleben werde. Guten Morgen! Wer hat denn heute Geburtstag? Wir haben jetzt kurz vor 4. Wir sind um 3.30 Uhr aufgestanden. Und jetzt laufen wir zu der Stelle, an der wir dann ab 5.30 Uhr mit dem Bus hochfahren. Wir wollen halt in einem der ersten Busse sein. Wir hoffen, das klappt. Sind schon ein paar Leute unterwegs. Mal sehen. Ja, und bis dahin habe ich schon ein paar Geburtstagsgrüße gelesen. Vielen Dank. Ja, den Rest werde ich aber beantworten, wenn wir dann zurück sind, weil logischerweise habe ich jetzt kein Internet mehr. Und jetzt geht's erstmal zum Warten. Nach 6. Wir sind oben am Machu Picchu. Meine Haare.
Das frühe Aufstehen hat sich übrigens gelohnt. Klar sind hier natürlich auch noch andere Menschen, aber es ist relativ ruhig noch. Und wir können in Ruhe Fotos machen. Und es ist einfach mystisch hier, wirklich. Nach der ersten Zeit auf Machu Picchu oder am Machu Picchu oben geht es für uns jetzt zum Montagna. Das ist ein Berg hier hoch, soll in etwa eine Stunde, anderthalb dauern. Von da soll man nochmal eine richtig coole Aussicht auf die Stadt haben. So, erster kleiner Zwischenstopp. Oh, ich kann nichts sehen. Etwa die Hälfte ist geschafft. Wird auch richtig warm jetzt. Ja, es ist kurz vor Klamotten sind angesagt. Ziemlich anstrengend, weil es geht nur Treppen. Aber halt nicht normale Treppen, sondern recht steil. Diese Steintreppen. Und was ich meine ist, die sind sehr hoch. Hoch. Und deswegen muss man sozusagen immer recht hoch gehen. Gutes Training. Es ist heftig anstrengend und fast geschafft. Boah, als wir das gebucht haben, habe ich gedacht, das ist so ein anderthalb Stunden Spaziergang. Also es ist wirklich anderthalb Stunden berghoch. Boah, ist das anstrengend. Geile Aussicht. Zum Glück haben wir Wechselklamotten mit. Und unsere anderen Klamotten, die müssen wir jetzt mal kurz eben... Warte, ich geh weg. Nein, steht nicht. Müssen wir jetzt mal kurz eben hier auslegen. Es muss ein bisschen trocknen. Wir sehen uns übrigens auf dem Berg Machu Picchu. Genau, und der Berg hier heißt eigentlich Machu Picchu. Und den Ort Machu Picchu hat man nur so genannt, weil man nicht genau wusste, wie man den Ort genannt hat früher, weil man halt keine Informationen darüber hat. Und Machu Picchu heißt auf Deutsch übersetzt auch einfach nur alter Berg. Wir sind wieder unten. Auch der Weg runter war ziemlich anstrengend wegen halt dieser ungleichen Stufen. Aber wir haben jetzt nur eine Stunde gebraucht und haben jetzt hier noch so zwei Stunden, die wir durchspazieren können. Und ich glaube, dann reicht's auch. Guck mal, da oben waren wir gerade. Das ist schon krass. Halt mal, dann zeige ich das. Da ganz oben waren wir gerade. Machu Picchu wurde im 15. Jahrhundert von den Inka gebaut. Wurde genutzt, man weiß es nicht ganz genau, so als Königsstadt oder als Zufluchtsort für den König. Und bis zu 1000 Menschen haben hier gewohnt, hatten auch eine funktionierende Wasserversorgung, hatten eine Regenwasseraufbereitung. Also
echt cool, echt beeindruckend. Machu Picchu ist ja UNESCO-Weltkulturerbe und hier dürfen am Tag 2.500 Menschen rein. Die UNESCO hätte gerne, dass das nur 800 sind. Claro ist das Ganze deswegen ein bisschen in der Kritik. Insgesamt ist Machu Picchu auch in der Kritik, weil man sagt, die sind einfach zu viele Menschen und dass es deswegen zu schnell zerstört wird. Man überlegt sogar eine Seilbahn hier hochzubauen, was natürlich ein bisschen hart ist, aber ja, für uns ist nur gut, dass wir hier rein dürfen. Ja, eines der 7 neuen Weltwunder. Genau. Nach dem Machu Picchu-Stempel. Also, wir sind jetzt gestern die Schienen entlang gelaufen, haben dann heute Morgen den Bus genommen und jetzt laufen wir zurück und nehmen dann den Zug und dann Bus. Damit haben wir dann jegliche Möglichkeit, wie man hierher und zurückkommen kann, gemacht. Letzte Etappe, genau. Fast. Ungefähr 1,5-2 Stunden mit dem Kollektivo zurück nach Cusco. Hier gibt es bestimmt kein Entertainment, sodass wir schlafen werden. Ja, wir sind ja schon lange auf den Beinen jetzt. So, ich bin so müde. Angepackt. Ah, ich hab nicht berührt. Kannst du auf der Kamera nachgucken? Lehne ist aber angepackt. Oh, shit. Kann ich schauen? Ich kann nicht mehr laufen, meine Beine.